zu hochnäsig. Das ist irgendwie... Oh. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Ja, interessiert Gira dann anscheinend in feuchten Dreck. Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige interessant. Hexer. Hallo. Hallo. Ich brauche zweierlei Informationen und Zugang zu einem Labor. Es tut mir leid, aber meine Brux hat einige Wachmeldungen. Das stimmt. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß. Die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein, eine Bruxa, eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Ich brauche zweierlei Informationen und Zugang zu einem Labor. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Warum? Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Das will ich sehen. Die Frage, ob der Hexe angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Was stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Boah. Alter. Das ist so eine tricky Frage, ne? Ah, warte. Das Hexer üblicherweise das Verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu... Was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat. Was soll das denn sein, was man zu Hause findet, aber nicht erwartet zu finden? Ich sag mal, nicht immer. Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Gold. Wie enttäuschend. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stoffproben für neue Kleider vorfinden. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest wenig Verwendung für die Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, da du auf der Jagd gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edle Herr. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den also Auftrag Haus. An. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Das riecht angepisst. Das erste Opfer, was wissen wie wir darüber? Angefangen? Wer war das erste Opfer?
Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt. Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben, und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben, doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Das zweite Opfer. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon Dulac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest? Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon Dulac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden, in Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon Dulac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist ein bisschen schon. Dulac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die Opfer waren beide ältere Ritter. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Die Opfer hatten ja viele Gemeinsamkeiten. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte? Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. 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 Ich glaube, es hat was mit Mitgefühl zu tun. Warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Und ich glaube, sie haben eines Mir davon nicht erfüllt, glaube ich. Den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt.
Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit. Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Oh. Milton hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht, Milton. Warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Milton. Kann es so einfach sein, ob Milton de Perrac-Perrin das nächste Opfer ist? Oh. Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt. Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Nein, nicht. Wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Sofort. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Stimmt. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. In meinem Palast. Pferde, bringt uns Pferde! Ich will mein Pferd reiten. Ich reite nur Plätze. Aber bitte nicht Milton. Ich dachte schon am Anfang, dass Dings gestorben wäre bei dem Fight. In Scheiße getreten? Edle Herrin. Oh. Was hat sie gemacht? Was ein Geralt, du Alter. Ah, da kommt mein Pferd. Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin. Die hat kein... Gib Acht, dass es nicht knittert. Vorwärts! Die sieht nicht schlecht aus. Hey! Das ist Seide, pass doch auf! Gib mir das! Ich glaube, Geralt wird die Herzögin noch, ne? Ich glaube. Waren wir schon mal im Palast? Ich glaube nicht, oder? Boah, das ist echt ein fettes Ding. Palast. Okay. Kein fettes Ding, es ist ein Palast. Ich habe immer das Gefühl, dass dieses Bild, was man hier immer sieht im Ladebalken, dass das Toussaint ist. Nicht? Oder ist das Novigrad? Sieht voll nach Toussaint aus. Obwohl Toussaint hat keine Winterberge. Aber Novigrad genauso wenig. Keine Ahnung. Hoffen wir mal, dass wir ihn jetzt retten. Schneller, Geralt! Reise wie der Wind! Okay, wir waren noch nicht im Palast. Mach den Weg frei, sage ich! Die Herzogin! Alter, wie groß dieser Palast ist. So, wohin? Hier ist es, gleich um die Ecke. Schneller. Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Eichhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl, aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln. Okay. Nein, lieber doch hier lang.
die mich gerade angefasst hat. Ich zeige dir, wo die Jagd stattfindet. Dann teilen wir uns auf. Du besorgst das Horn des Einhorns und den goldenen Fisch. Ich hole das Ei des Phönix. Das geht am schnellsten. Okay. Ja, ich bin ja schneller als ein Mensch. Goldener Fisch? Fisch. Brauche ich eine Angel oder ein Netz? Bitte, Geralt. Es ist kein echter Fisch. Okay. Schau dort beim Wasser. Siehst du die Lichter? Die Schatzsucher versuchen von Booten aus den Fisch zu fangen. Du musst einfach reinspringen und ihn finden. Okay. Wie soll ich denn das noch anfangen? Es ist sehr scheu, aber du gewinnst schon irgendwie sein Vertrauen. Da drüben läuft es herum. Schau. Der goldene Fisch und das Horn enthalten Hinweise auf Methons Versteck. Wenn du beides hast, komm zu mir. Ich bin bei den anderen Eierjägern. Alles klar. Dann an die Arbeit. Alles klar. Dann an die Arbeit. Okay, alles klar. Wo müssen wir runter? Hier runter. Okay. Wir haben nicht so viel Zeit. Der goldene Fisch aus dem Teich wird ziemlich einfach. Weil Hexersinne und so OP und so. Und das Einhorn dürfte auch kein Problem sein. Einfach wegen Hexersinn. Das ist halt einfach unfair. Unsere Ritter sollten sich mal lieber um die Wand gehen. Sie dich ordentlich, Hexer? Ich gehe nicht. Ich mache es einfach nicht. Reicht's? Hältst du die Fresse? Alter. Wie die mich angelabert hat. So. Der goldene Fisch müsste ja zu finden sein, wenn ich unter Wasser bin. Logischerweise schon. Und ab. Was zum Teufel? Ist da gerade jemand ins Wasser gesprungen? Vielleicht ist das das Richtige? Für Bauern vielleicht. Na, Schwerk. Toffee. Naschwerk. Hier ist noch einer. Das ist der goldene Fisch. Der ist goldig. Habe ich doch von hier aus gesehen. Ah. Nein! Hey, warte. Halt. Es ist wichtig. König Kormoran, Herr, nimm dieses Opfer von uns an. Lass dein gnadenreiches Auge über uns wachen und offenbare uns seine Geheimnisse. Der silberne Mond zieht seine Bahn. Ich warte geduldig auf jenen Mann. Oder jene Frau, der das Stück gelingt, die genau den rechten Tribut mir bringt. Ein Schlüssel. Da haben wir ihn. Wie er einfach da reinplatzt. Er hat das Spiel verdorben. Wie schimpflich. Ich musste ja, Mann. Wird ja angeschrien. Aber er kommt einfach da rein, nimmt sich den Fisch, bam, auf den Boden und klatscht da drauf. Lol. Einfach nur lol. Übelst witzig gerade. Der kommt da rein, zack. Alter, man ist beim Schwimmen immer so langsam. So, lauf, Geralt. Geralt. In den Adern Toussaints fließt SS. Das ist doch zwecklos. Weil der Licht sieht sie doch gar nicht. So, jetzt. Jetzt noch das Einhorn. Was ist das denn? Das Einhorn dürfte kein Problem sein. Ganz schnell, Milton darf nicht sterben. Oh Mann, 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 oh Mann. Es ist am Einhorn befestigt oder im Einhorn. Mit einem Apfel oder Süßigkeiten. Wir wären nicht in dieser Bredouille, wenn du noch Jungfrau wärst, liebe Schwester. Willst du wirklich schon wieder damit anfangen? Jetzt und hier? Psst, sonst kriegt die Bestie ja Angst. Wir probieren es mit den Süßigkeiten. Hallo Leute, ich muss euch leider den Spaß verderben. Wer ist das? Wer macht das Hexer Alpha Axi? Psst.
Nein, 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 beruhig dich, beruhig dich. Beruhig dich. Psch. Nein! Okay. Finde ein Leckerchen für das Einhorn. Ernsthaft? Die Pflanze? Nein. Ein Leckerchen hier irgendwo. Oh. Plätze mag Möhren. Vielleicht mag das Einhorn sie auch. Du hast einen neuen Questgegenstand? Bereite ihn darauf vor. Okay. Das ist eine Unverschämtheit, sag ich. Plätze mag auch kein Brot. Nur altes. So. Gegenstand wechseln. Scrollen oder drücken? Verdammt. Na, komm her, komm her. Na, wo rennst du hin? Du behinderte Fixer. Schon. Verlieren langsam Zeit, geh nicht weg. Komm schon, Pferdchen. Du kannst nicht. Was hältst du von einer köstlichen Karotte? Ja, komm her, komm her, komm her. Ja, Alter. Triff dich mit der Herzogin. Okay. Schnell, 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 schnell. Meinst du, es stimmt was nicht? Ich darf nicht sterben. Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Warte, am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab. Ein Bauernhof oder die Palastspeisekammer? Das ist, glaube ich, die Palastspeisekammer. Vielleicht die Palastspeisekammer? Nein, das ist es nicht. Der Hase muss sich hier in den Gärten verstecken. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf dem Kopf trägt am Anfang. Treib und Haus. Treibhaus. Ausgefuchst. Das hört sich gut an. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Ja, schnell. Ich wünsche dem Geralt viel Glück mit, ne? Warte hier. Ah.